Peace, meine lieben Freunde, heute mal, ja, ihr seht es schon, ein anderes Video. Und zwar sind wir heute mal auf so einem kleinen Vlog unterwegs. Es hat zwar heute nicht direkt so krass viel mit Shisha zu tun, wobei eigentlich schon. Denn ich nehme euch mal mit auf einen Tag bei mir auf der Arbeit. Ich muss mal ganz kurz schauen, ob ich alles habe. Sieht so aus, dann können wir los. Ich werde euch mal heute mit auf die Arbeit nehmen, ein bisschen zeigen, wie es bei mir auf der Arbeit aussieht, was ich da mache. Deine würde sagen, falls ich was mache. Aber Spaß beiseite. Ich zeige euch mal, was ich da so treibe, wo ich arbeite, was wir da so generell machen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ins Auto und dann sehen wir weiter. Es ist immer so eng hier einzusteigen, weil die ganzen Autos hier so nah beieinander parken. Weil es eigentlich nur für zwei Autos gedacht sind, aber jetzt hier drei Autos stehen. So, lass meinen Sitz wieder einstellen. Sieht doch gut aus. So, also liebe Freunde, wir haben jetzt eine kleine Fahrt vor uns. Ein bisschen Strecke. Weil meine Arbeit ist nicht so nah bei mir zu Hause, da muss ich schon ein bisschen fahren. Will ich den Postmann nicht überfahren, der war da eben irgendwo hinter mir. So. Auf jeden Fall, wir haben ein klein bisschen Strecke vor uns. Ich weiß nicht, ob ich wirklich das alles filme, aber auf jeden Fall sehen wir uns spätestens, wenn ich auf der Arbeit bin, wieder. Peace. So Leute, wir sind angekommen, hat ein bisschen gedauert die Fahrt. Wir haben jetzt ja, so eine gute halbe Stunde waren wir jetzt unterwegs. Sind aber jetzt da. Ich packe jetzt mal alles raus. Dann gehen wir ins Büro rein. Ich bin mal wieder der Erste. Ist niemand außer mir hier. Und dann sehen wir mal weiter. Ja, Kamera ein bisschen Chip. So. Also, wir sind jetzt im Büro angekommen. Ich habe alles reingebracht. Mein Büro hier drüben. Und ja. Wir sind nämlich hier im Lager, Freunde. Das ist das gute, schöne, riesige Lager von uns. Denn ich arbeite, wie es vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen hat, in einem Shisha-Shop. Und das ist das Lager bzw. Zentrale vom Shop. Hier haben wir unsere ganzen Waren drin. Hier ist auch der Online-Versandhandel drin, weil wir haben auch einen Online-Shop. Der befindet sich auch hier drin. Und ich kümmere mich heute darum, die Pakete zu verpacken vom Wochenende. Das ist alles, was sich übers Wochenende angestaut hat, werde ich jetzt hier verpacken. Ich muss die Kamera ein bisschen schräg halten, weil hinter der Kamera sind ein paar Sachen, die darf noch niemand sehen. Nehmt es mir hoffentlich nicht übel. Ich muss auch ein bisschen jetzt von unten filmen, damit ihr hinter mir alles seht. So, auf jeden Fall, wir sind jetzt hier im Wareneingang. Ich habe nämlich schon, als wir... Ich nehme mal wieder einen Besen hier. Lifehacks. So ein Besen lässt sich nämlich leichter draufdrücken. Ich habe nämlich gesehen, wir haben Ware bekommen. Beziehungsweise der Postbote hat einfach hier ein bisschen... Ware bei uns vorm Tor abgestellt. So. Dann schauen wir mal. Ja, na, ich sehe auf jeden Fall schon wieder hier ist was von Oschnuka eingetroffen. Noch ein paar andere Pakete, was da jetzt alles genau drin ist, werden wir uns jetzt gleich anschauen. Ich bringe es jetzt alles erstmal rein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde, ich habe mein Cuttermesser hier. Gehört natürlich zur Standardausstattung eines jeden guten Lagermitarbeiters. Ja. Ich habe mal die Sachen kurz reingeholt. Ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal hier direkt den ersten großen auf und dann schauen wir mal, was sich da hinter alles verbirgt. Das ist echt schwieriger, als man denkt, mit einer Hand zu finden, mit der anderen Hand ein Cuttermesser etwas aufzuschneiden. So, und mal sehen, was haben wir da drin. Okay, Kartons. Sieht nach Tabak aus. Wenn ich es richtig erkenne, ihr wahrscheinlich eher weniger, sieht es mir nach Elektrosmog aus. Und nach ein paar Viral Ones. Mal sehen, was in der restlichen Packung noch drin ist. Auf jeden Fall, Ware wieder reingekommen. Das heißt für mich jetzt, ich darf diese Ware hier alles einmal auspacken, verladen in ein Lager, sauber einräumen und dann geht es an die Pakete. Ja, Freunde, so wie ihr gesehen habt,
habe ich das Ganze mal ausgeladen. Wie ihr seht, haben wir jede Menge Tabak von Elektrosmog reinbekommen. Die neuesten Sorten, ich lasse euch auch mal dem ersten Review dazu mal folgen. Noch ein bisschen Banger Tobacco und Adalia. Und eine Art von Metal. Karton. Und eine Sommerkarton habe ich auch noch bekommen. Fast vergessen. Ja, Freunde, so sieht es aus, wenn Ware ankommt. Erstmal alles ausladen, alles auspacken. Direkt ein bisschen sortiert hier das Ganze, damit es auch später ein bisschen einfacher wird, da hinter mir im großen Lager alles einzulagern. Allerdings wird hiervon nicht alles eingelagert, sondern vieles geht auch in die Shops rein, weil wir haben ja auch Shops. Und ja, ich denke mal, von dem, wo ich drei bekommen habe, geht einer jeden Online-Shop und zwei jeweils in die zwei Shops. Und bei den anderen muss ich mal gucken, wie ich das aufteile. Auf jeden Fall werden wir die wahrscheinlich dann später auch noch zusammen in die Shops fahren mit dem Bus, den wir da hinten haben. Und ja, aber schauen wir mal, was der Tag so bringt, weil oft funktioniert das, was man plant, hier eben nicht, weil da immer irgendwas dazwischen kommt, weil man dann doch irgendwie was anderes macht oder doch irgendwo auf einmal noch was hat, was man erledigen muss dringend. Deswegen, Freunde, ich fange jetzt an, die Pakete zu packen, weil DHL, ja, die kommen schon 3 Stunden. Bis dahin müssen die Pakete fertig sein. Das sind heute einige Pakete, wie nach jedem Wochenende. Deswegen, ich lege mal los. So, Freunde, wird mal wieder Zeit, ein bisschen hier weiterzumachen, ein bisschen euch hier wieder mitzunehmen. Ich habe schon die ersten Pakete gepackt. Ja, jetzt wird es aber erstmal wieder Zeit, hier ein bisschen Packmaterial losschießen zu lassen. Wir nutzen hier so eine recycelte Folie, also so recyceltes Plastik, was dann einfach so aufgepumpt wird zur Luft, so Luftpolsterfolie dann wird. So, die Maschine schießen hier mal los. So, ich brauche nämlich wieder ein bisschen was davon, soll ich mal ein bisschen aufpumpen. Ich packe jetzt von der RP-Hooker Bescheid. Die RP-Hooker wurde ja letzten Freitag released. Bei uns alles ausverkauft. Und ja, ich habe mir jetzt mal hier alle Bestellungen aufgemacht mit der RP-Hooker. Wo zumindest nur die RP-Hooker drin ist. Die werde ich jetzt packen. Ich habe mir auch hier so einen kleinen schlauen Zettel gemacht, von welcher Farbe wie viel, weil es ja doch ein bisschen viele sind. Dann würde ich sagen, starten wir mal. So, Freunde, wir hatten es ja vorhin darüber, dass wir den neuen Elektrosmog bekommen haben. Jetzt heißt es, die Produkte müssen eingepflegt werden. Das bedeutet, wir gehen hier einmal in unser Fotostudio. So sieht das aus. So, da steht noch die RP-Hooker vom Shooting vom Donnerstag, glaube ich. So, die Dosen. Okay, warte, wie mache ich es am besten? Kamera lege ich erstmal ab. So, also wir sind jetzt hier in unserem Fotostudio, da haben wir unsere Softboxen, Blitzlicht, Fotowand, Tisch und sowas. Ja, hoppala, hier unten haben wir die Kamera. Das heißt jetzt, die Dosen werden nacheinander fotografiert, dann muss das Ganze natürlich in die Bildbearbeitung. Das heißt, ich mache mal die Dosen hier auf dem Boden. So, guck mal, dass das hier einigermaßen gut ausschaut. So, jetzt ist perfekt alles ausgerichtet. Dann machen wir mal hier den Selbstauslöser an. Das muss erst fokussieren. So. Und das Bild sieht perfekt aus. Das Bild werde ich euch später nochmal zeigen. Das Ganze mache ich jetzt noch mit den anderen beiden Dosen. Und dann geht es in die Bildbearbeitung. Also, Freunde, das sind die RAW-Bilder. Also, so kommen die Bilder wirklich direkt aus der Kamera, komplett unbearbeitet. Ich finde, es ist uns echt gut gelungen, hier so ein geiles Kamerasetup so aufzustellen, dass wir wirklich einen perfekten weißen Hintergrund haben mit so noch so einem schönen reflektierenden Untergrund.
Also das war der Tisch, den ihr vorhin gesehen habt, wo ich die Sachen drauf getan habe. Und das ist halt wirklich so perfekt, der Tisch in den Hintergrund überläuft. Haben wir echt viel und sehr lange drin getüftelt und gearbeitet, dass es so am Ende auch aussieht. Aber ich muss sagen, ist echt gut gelungen. Ja, wenn die Kamera, wenn das Ding jetzt hier noch will. Also ihr seht, das sind generell bei allen Bildern so geworden. Hier sind die Bilder, sorry, falscher Ordner gewesen. Also sind wirklich echt gut gelungen, die Bilder. So, jetzt heißt aber natürlich, diese Bilder zuschneiden, alle auf eine Größe bringen und dann natürlich auch noch im Onlineshop veröffentlichen. Los geht's! Es ist jetzt Feierabend, wie ihr seht, Computer, alles aus. Für mich heißt jetzt hier Schotten dicht machen, alles abschließen und dann geht es nach Hause. Tatsächlich ist sogar heute mein letzter Arbeitstag vorerst, weil ich gehe jetzt in den Urlaub. Also wenn ihr das seht, werde ich jetzt wahrscheinlich schon im Urlaub sein. Ich könnte mir natürlich gerne mal ein Feedback da lassen, wie ihr es bis jetzt fandet, ob ihr Bock habt öfters auf solche Vlogs, wo ich einfach mal euch mitnehme, wenn ich irgendwas mache oder treibe. Wie du auch sei, lasst mir einfach gerne Feedback da. Aber jetzt geht's erstmal nach Hause, weil zu Hause habe ich schon Bock auf ein Pfeifchen. Also heute habe ich noch gar kein Pfeifchen geraucht. Hier war heute echt viel los auf der Arbeit. Und ja, würde mich mal freuen. Aber wieder noch nicht zu Ende. Dranbleiben. Ich würde sagen, jetzt schließen wir das mal alles hier ab. So, Freunde, jetzt soll es einfach für mich nach Hause gehen. Ich hoffe, es ist kein Berufsverkehr. Es ist eigentlich schon 5:30 abends jetzt schon. Also heute war echt ein sehr, sehr langer Arbeitstag. Also 5:30. Um die Zeit bin ich für gewöhnlich eigentlich schon zu Hause. Lass mich mal kurz Hand wechseln. So. Ja, beim Autofahren film schlecht. Noch bin ich auf Privatgrundstück, deswegen alles cool. Aber da ich jetzt hier runterfahren werde, muss ich auch die Kamera ausschalten, Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder, wenn ich zu Hause bin. Und dann gucken wir mal, ob heute noch irgendwas Spannendes geht oder ob es heute schon war. Mal schauen, was der Tag noch so bringt, würde ich sagen. Ja, Freunde, wie ihr es unschwer erkennen könnt, es ist einiges dunkler geworden. Ich bin schon zu Hause, ich bin schon eine Weile zu Hause. Ich bin jetzt bestimmt schon über eine Stunde zu Hause. Aber ich war natürlich fleißig. Ich lag jetzt nicht irgendwie hier faul rum, habe nichts gemacht, sondern ich war die ganze Zeit, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann, hinter mir am Schneiden. Auch wenn ich hier gleichzeitig eigentlich meinen Koffer packen muss, weil es ja, wie gesagt, morgen Urlaub geht. Wie gehört Vorrang. Ich will endlich für euch Content wieder regelmäßig produzieren, Freunde. Deswegen... Video ist hier in Bearbeitung, ist eigentlich schon fast fertig, wie ihr sehen könnt. Ich bin ja schon in der Szene, die ihr gerade gesehen habt. Ja, ich versuche das jetzt noch fertig zu schneiden. Wenn es klappt, kommt es vielleicht heute Abend sogar noch online, wenn es klappt. Was sagt denn die Uhr? Ich stelle eine Uhr hier an. 7:40. Wenn ich es bis 8 schaffe zu schneiden, zu rendern und hochzuladen, das wird echt eng, dann werde ich das heute noch sehen. Ich hoffe, dass das Video Spaß gemacht. Wie gesagt, mal was komplett anderes. Aber ich hoffe, ihr enjoyt das genauso wie ich. Ich versuche halt immer wieder irgendeinen neuen Content, irgendwelche neuen Formate zu finden, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo da lassen und natürlich einen Kommentar für den Algorithmus. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Peace. Ich muss echt mal im Deutsch arbeiten.